sauberes Trinkwasser direkt aus der Leitung. In Bayern eine Selbstverständlichkeit. Aber wissen Sie, was dahinter steckt, dass das Wasser tatsächlich aus dem Hahn kommt? Im Untergrund Bayerns verbirgt sich ein ausgeklügeltes Leitungsnetz. Über dieses werden wir rund um die Uhr mit frischem Trinkwasser versorgt. Das öffentliche Leitungsnetz ist weit verzweigt. Allein in Ingolstadt sind beispielsweise über 1000 Kilometer Trinkwasserleitungen verlegt. Die Instandhaltung dieses öffentlichen Leitungsnetzes ist eine wichtige Aufgabe unserer Gemeinden und Städte. Wie ein Straßenbelag oder eine Hausfassade halten auch Wasserleitungen nicht ewig. Die erwartete Lebensdauer von Trinkwasserrohren liegt bei rund 50 Jahren. Mit zunehmendem Alter häufen sich die Schäden. Zum Beispiel kann Korrosion Leitungen schleichend zerstören. Das kann unangenehme Folgen haben. Ein geborstenes Wasserrohr kann binnen weniger Minuten große Schäden an der Umgebung anrichten. Bei kleineren Lecks und Wasserrohrbrüchen kann Wasser auch über einen längeren Zeitraum unbemerkt austreten. Solche stetigen Wasserverluste können auf Dauer auch unnötige Kosten verursachen. Der Wasserversorger muss sein Netz also regelmäßig prüfen und bei Bedarf rechtzeitig sanieren. Doch da die Leitungen immer unter Druck stehen, kann man sie nicht einfach öffnen, um hineinzusehen und Schäden zu finden. Der Wasserversorger überwacht das Netz daher mit anderen Methoden. Bleibt der Wasserverbrauch zum Beispiel zu einer ungewöhnlichen Zeit, etwa nach Mitternacht, auffällig hoch, so ist das ein Hinweis auf eine undichte Stelle. Ein Leck in der Leitung kann man auch hören. Wird an einer Stelle ein Leck vermutet, so kann der Wasserversorger, ähnlich wie ein Arzt, die Leitung abhören. Anhand der Geräusche lässt sich das Leck orten. In den nächsten Jahren müssen etwa 10 bis 15% der bayerischen Trinkwasserleitungen saniert werden. Muss ein altes Rohr getauscht werden, so wird meist der Boden aufgegraben, um ans Rohr zu gelangen. Hier kann es sich bezahlt machen, die Bauarbeiten so zu koordinieren, dass zum Beispiel Arbeiten am Kanal, an der Gasleitung oder an der Straße zum selben Zeitpunkt durchgeführt werden. Das spart Kosten und vermeidet weitere lästige Baustellen. Unter bestimmten Voraussetzungen kann eine neue Wasserleitung auch mit einem sogenannten grabenlosen Verfahren eingebaut werden. Eines davon ist beispielsweise das Berstlining-Verfahren. Unter der Erdoberfläche zertrümmert dabei eine Berstmaschine das alte Rohr. Die Trümmer werden in das umliegende Erdreich verdrängt. Gleichzeitig wird das neue Rohr eingezogen. Um im weit verzweigten Rohrnetz nicht den Überblick zu verlieren, setzen Wasserversorger sogenannte Leitungsinformationssysteme ein. Diese funktionieren ähnlich wie ein Navigationssystem und zeigen, wo welche Leitungen liegen. Außerdem lassen sich dort Informationen zu der verlegten Wasserleitung, wie das Alter und der Zustand der Rohre, dokumentieren. Das hilft bei der Planung von Sanierungsmaßnahmen. Wer den richtigen Zeitpunkt für eine Sanierung verpasst, riskiert größere Schäden an der Leitung, aber möglicherweise auch an Straßen oder Gebäuden. Dann fallen plötzlich hohe Kosten für Reparaturen und Erneuerung an, die zu einem deutlichen Gebührenanstieg für die Bevölkerung führen können. Der Erhalt der Leitungsnetze ist eine wichtige Zukunftsaufgabe unserer Gemeinden und Städte und dient uns allen, jeden Tag.